Hallo meine Lieben, heute mache ich noch mal ein ganz, ganz ausführliches Video zum Thema One Stroke. Ich habe das ja vor einem Jahr, glaube ich, schon mal gedreht, aber da habe ich mittlerweile neue Erfahrungen gesammelt, andere Pinsel, andere Farben und ja, ich hatte ja letztens meine Nägel hier gezeigt und das sind ja auch alles One Stroke Blumen und alle fanden die so schön und ich habe gesagt, ich mache noch mal ein ganz detailliertes Video, weil ich möchte viele meiner alten Videos noch mal neu drehen, weil ich mittlerweile einfach besser drehen kann, besseres Equipment habe und auch bessere Produkte. Ja, also es ist alles meine Erfahrung. Ich habe mir das Ganze selber beigebracht. Wirklich, ich habe keine Schulung dazu gemacht und jeder hat natürlich immer andere Vorlieben, andere, ja, Empfindungen, was das angeht, und ich erzähle jetzt einfach, wie ich das so mache und was ich benutze und ja. Und zwar finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man die richtigen Pinsel und die richtigen Farben hat, weil ja, ich komme mit vielen Pinseln nicht klar. Das müssen schon wirklich hochwertige Pinsel sein und ich habe momentan welche von Genial Nails und ich muss sagen, ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Das war so ein Dreier-Set. Huch, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Das war so ein Dreier-Set. Einmal ein gerader Pinsel, ein schräger Pinsel und so ein Striper. Den Striper lege ich jetzt mal weg. Den brauche ich nicht. Der gerade Pinsel ist die Größe 3 und der schräge Pinsel ist auch die Größe 3. Ja, größer finde ich, dürfen sie nicht sein. Es gab auch noch Größe 2, aber ich bin mir dann immer, wenn ich das bestelle, so unsicher, weil ich finde, jede Firma hat eine andere Größe und ehrlich gesagt, blicke ich da nicht so ganz durch, deswegen bestelle ich dann immer, was ich denke. Also größer als 3 würde ich nicht nehmen, weil mit 3 kommt man schon gut zurecht, aber wenn man wirklich kleine Nägelchen hat, dann ist 3 schon sehr knapp bemessen, würde ich jetzt sagen. Ja, ich bevorzuge einen schrägen Pinsel, weil man ihn einfach besser aufsetzen kann. Man muss nicht so gerade arbeiten oder knickt unten die Ecke weg. Also ich finde, man kann ihn besser aufsetzen, weil er wirklich dann einfach so schräg aufgesetzt werden kann, anstatt halt so. Das ist auch wieder ja, eine Frage, wie man das mag. Dann Acrylfarben. Ich hatte ja immer hier diese One-Move-Farben von Crystal Nails, die auch sehr, sehr gut waren. Das Problem war, man konnte sie, wo ich sie bestellt hatte, noch ohne Gewerbeschein bestellen und auf einmal konnte man sie nur noch mit Gewerbeschein bestellen. Dann gab es angeblich irgendwelche Gruppen bei Facebook, wo das auch jemand verkauft. Habe ich ehrlich gesagt nicht gefunden. Ich habe mich jetzt aber auch nicht bemüht, weil meine noch recht voll sind. Und ich muss sagen, ich habe die mir, glaube ich, vor 1,5 Jahren bestellt oder so. Und da ist wirklich noch viel drin. Also ich hätte nicht gedacht, dass die so lange halten. Und ich zeichne ja schon viel, also One Stroke jetzt nicht, aber auch andere Sachen. Und man holt ja immer mehr Farbe raus, als man eigentlich benutzt. Und ich muss sagen, da ist wirklich noch viel drin. Ja, dann habe ich mir jetzt letztens was gegönnt. Und zwar die Acrylfarben von Brill Bird. Weil ich da einen Tipp bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich zoome euch mal raus. So. Dieses Regal habe ich mir selber gebaut hier. Man sieht's, hier fehlt noch ein bisschen Anstrich. Da habe ich mir einfach so ein paar Löcher reingebohrt, damit ich die einfach schön hier aufgestellt habe und mir dann immer das nehmen kann, was ich brauche. Ich muss sagen, ich finde es schon mal richtig geile Farben dabei. Also auch so Neonfarben. Und das gefällt mir schon mal ganz gut. Und vor allen Dingen hier diese. Die sind super schön. Ich liebe die. Und also wirklich schöne Farben dabei, muss ich sagen. Und viel Farbauswahl finde ich sehr toll. Und nicht nur diese typischen Uni-Farben heißt das, glaube ich. Und ja, also wie gesagt, von Brill Birdie und ich finde sie gut. Sie sind wirklich, also ich würde sagen, sie sind ein Tick besser als die von Crystal Nails, aber das Tolle ist, ihr könnt sie ohne Gewerbeschein bestellen. Ihr müsst euch dort nur anmelden und könnt die dann bestellen. Die sind zwar ein bisschen teurer, sind jetzt nicht so die billigsten, aber auch nicht die teuersten. Aber ich sage, es lohnt sich. Also es lohnt sich wirklich. Ich sehe bei vielen, die mich dann fragen, ist das One Stroke so okay? Was kann ich besser machen? Ich sehe sofort an den Blumen, die mir die Leute auf Fotos schicken, die Farbe ist nicht richtig. Deswegen, wenn ihr keine guten Pinsel kaufen wollt, dann kauft euch wenigstens gute Farbe, weil das ist noch wichtiger als gute Pinsel. Und ich werde heute, weil ich die Farbe unbedingt ausprobieren möchte, die hier nehmen. Das ist die Farbe 17. Da stehen keine Farben, also Namen drauf. Und halt weiß, die Nummer 8. Und ja, zum Üben habe ich am Anfang immer benutzt, brauche ich mittlerweile nicht mehr so oft, Laminierfolie. Laminierfolie ist, ja, fragt mich nicht, wofür man die braucht. Die kriegt ihr auf jeden Fall in jedem Bürobedarf oder ja, manchmal auch im Kiosk oder sowas. Ich habe sie bei uns aus dem, ja, Baumarkt, wo auch so ein Hobbymarkt mit drin ist, geholt. Und die könnt ihr einfach hier so auseinanderreißen. Die sind so zusammen. Mein Gott, was ist denn heute mit mir los? Und dann nehmt ihr einfach eine Seite. Eine Seite ist glatt und die andere Seite ist so mattiert. Und das kommt wirklich einem angerauten Nagel sehr nah.
Und ich zoome euch mal wieder ran. So. Und die sind wirklich super zum Üben. Also es gibt viele Leute, die üben auf Papier. Und Papier, muss ich sagen, saugt so schnell die Feuchtigkeit von der Farbe auf. Das bringt überhaupt nichts. Also dann übt lieber auf einem angerauten Tipp oder irgendwas anderem oder der Laminierfolie. Manche sagen, auch Backpapier fand ich damals überhaupt nicht gut. Und ja, ich habe mir die dann geholt. So teuer ist die nicht und die hält ewig, weil da wirklich viel drin ist. Und ja, kann ich nur empfehlen. So, ich nehme immer ein Stückchen Alufolie. Ganz simpel, weil ich habe keine Lust, mir irgendwas extra dafür zu holen oder ja, auf meine Hände immer zu zeichnen, weil ich kriege dann immer so Ausschlag und ich finde, es geht schwer weg. Manche machen das ja so. Und ja, dann habe ich hier halt noch so ein Becherchen mit Wasser, ganz normal als Leitungswasser. Und dann fangen wir jetzt auch schon an. Und zwar trage ich die Farbe erstmal auf und am Anfang nehmt einfach was weniger, als euch so einen riesen Klacks dahin zu machen. Weil man kann immer wieder in Farbe nachholen und ja, dann verschwendet man einfach nicht so viel Farbe. So, den Pinsel tauche ich jetzt einmal ins Wasser, dass der was feucht ist. Und dann gehe ich immer mit den Händen einmal so, dass der wirklich, wenn ihr von oben sehen könnt, wie ihr von oben sehen könnt, mein Gott, tut mir leid, ich bin heute irgendwie, ich weiß nicht, ich spreche heute nur Quatsch, so ganz glatt ist. Also da darf nichts irgendwie aufstehen, sondern die müssen ganz glatt aneinander liegen, die Haare. Und so ist der dann vorbereitet und dann können wir auch schon loslegen. Ja, ich finde es immer schön, wenn Weiß in der Mitte von Blumen ist oder das Dunkle in der Mitte von Blumen, andersrum. Wenn die dunklere Farbe in der Mitte von den Blumen ist, das wäre jetzt hier das Pink. So, die längere Seite vom Pinsel wird in Weiß getaucht. So. Und die andere Seite in Pink. So. Und ihr seht, die berühren sich nicht. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber die dürfen jetzt auch nicht super aneinander kleben. Also lieber ein bisschen freilassen. Das kommt dann gleich von alleine. So, und als erstes wird der Pinsel geladen. Das heißt, ihr nehmt einfach den Pinsel und streicht den ein paar Mal so entlang auf jeder Seite. Dann nehmt ihr euch wieder die Farbe auf. Wieder nur so ein bisschen. Macht das gleiche nochmal. Ihr könnt über die gleichen Bahnen gehen. Und ich habe erfahrungsgemäß festgestellt, 3 bis 4 Mal sollte man den Pinsel tunken. Und jetzt kann man schon sehen, verwischen die Farben in der Mitte schon so ein bisschen miteinander. Okay, ich hätte die nicht so nah aneinander machen sollen, die Bahnen. Und noch einmal reindippen. Und jetzt kann man sehen, die Farben in der Mitte verwischen schon gut miteinander. Und jetzt ist der Pinsel eigentlich gut vorbereitet. Ich mache es trotzdem nochmal, schaden tut's nicht. Also wichtig ist, dass die Farben wirklich so ein bisschen ineinander übergehen. Und das Ganze so am Pinsel ein bisschen hochsteigt, die Farbe. Das kann man hier ja sehen. Also macht es lieber zu oft als zu wenig. So, und jetzt fange ich auch schon an. Und zwar, das wird dann auf Seite gelegt so ein bisschen. Ich kann euch ja mit einem Stift gleich mal aufzeichnen, wie ich das mache. Und zwar, ich setze den Pinsel immer an, der wird, also ich mache das so, ne? Da habe ich ja eben schon gesagt, ich setze ihn nicht komplett gerade an, wirklich so, sondern so leicht schief, also ganz bisschen. Und dann setze ich ihn an und die meisten Leute machen ja den hier. Ich kann das gar nicht. So, also in einem Zug so das Blatt zeichnen. Und ganz ehrlich gesagt, ich mache das nicht. Ich komme mit dieser Methode nicht zurecht und ich kenne viele, die das auch nicht so machen. Die machen es nämlich wie folgt. Muss man neu laden. Dürft ihr halt auch nicht zu lange warten, damit die Farbe nicht trocken wird. Deswegen lieber immer zwischendurch nochmal neu laden. Ich mache es so, er ist ja leicht schief. Und ich setze ihn an und gehe mit so ganz kleinen Stückchen immer weiter nach oben. Also ihr seht, ich hebe ihn immer wieder an und setze ihn immer wieder drauf. Das Tolle ist, dabei könnt ihr den Pinsel auch wirklich gut drehen. Also ihr seht, ich gehe wirklich nur so zack, zack. Dann setze ich ihn wieder neu an, drehe ihn zum Beispiel ein bisschen und wieder zack, zack. Also immer nur so strichweise. Also ich mache wirklich so. So, dann setze ich kurz ab und setze wieder an, mache wieder so und setze ihn wieder ab und mache wieder so. Und dadurch entsteht das gleiche Muster und ihr habt einfach nicht dieses blöde Pinsel in der Hand drehen, weil ich finde, dieses Drehen in der Hand ist echt schwer und ich finde diese Methode wirklich viel, viel einfacher. So, ich hole jetzt mal ganz kurz einen Stift.
So, ich gebe euch einen Tipp. Ich war jetzt meinen Zettel und meinen Stift holen, war noch auf Toilette und in der Zeit trocknet natürlich die Farbe. Das heißt, wenn ihr mal zu eurem Kind müsst oder zu eurem Mann oder kurz mal auf Toilette geht oder irgendwas, würde ich einfach den Pinsel nochmal leicht anfeuchten. Und das mache ich so. Ich gehe mal mit der Rückseite ins Wasser und hole mir einfach einen Wassertropfen. Na, einfach so auf meine Alufolie. Und dann gehe ich nochmal da rein und tippe so wie bei einem Dotting-Tool einfach das Wasser so ab, dass ich eine kleine Wasserperle habe, ungefähr wie hier. Und tippe den Pinsel dort rein, weil es darf auch nicht zu viel Wasser sein. Und gehe dann nochmal, ziehe dann nochmal Bahn. Ich hoffe, ihr seht das Ganze. Ja, ich bin noch in der Kamera. Nehme dann, nachdem ich diese Bahn gezogen habe, etwas von der Farbe nochmal auf und frische das Ganze auf den Bahnen, die ich gezeichnet habe, dann einfach nochmal auf. Dadurch habt ihr leicht Feuchtigkeit bekommen. Und der Pinsel ist wieder feucht und ihr könnt wieder besser malen. Wenn ihr das zwischendurch merkt, dass die Farbe sich nicht so gut verteilt wie am Anfang, macht das einfach, weil dann ist wirklich die Farbe schon so ein bisschen getrocknet. Ja, ich lege den Pinsel jetzt nochmal zur Seite, weil ich euch erstmal was mit dem Bleistift und dem Stift zeigen will. Und zwar die Blumen, es geht jetzt heute nur um die Blumen, die ich hier zeichne. Die zeichne ich eigentlich immer, ich kann noch nicht so viele andere Blumen, aber ich finde die sehr, sehr schön. Und die kann man auch gut variieren. Und zwar zeichne ich die einfach immer so, indem ich hier quasi hochgehe und dann so abgerundet spitz nach oben. Also wirklich so. Und das gleiche gehe ich auf der anderen Seite runter. Ich zeige euch das ja gleich noch mit dem Pinsel. So ungefähr grob. Ich kann es nicht genau zeichnen. Und so mache ich das dann halt rundherum. Mal so, ja, hier so eine leichte Kurve und dann so nach oben. Dann wieder nach unten, so eine leichte Kurve, so ganz grob, ne? Also ihr könnt das später auch noch ein bisschen korrigieren, aber so zeichne ich das Ganze. Und da gibt es halt einen tollen Tipp. Ihr könnt euch einfach mit eurem Pinsel einen Punkt in die Mitte malen, zeichne ich alles gleich noch mit dem Pinsel. Und dann einfach einen Strich nach oben. Und Blüten sehen immer besser aus, wenn sie 5 Blätter haben. Oder zum Beispiel hier 2 Stück und dann hier so grüne Blätter. Also ich finde immer so ganze Blüten, wo habe ich denn hier eine? Sehen immer am besten aus mit 5. Hier sind 4, aber da ist ja auch der Rand. Also immer mit 5 Blüten sehen sie am besten aus. Deswegen machen wir 1. Dann hier im Uhrzeigersinn 2. 3. 4. So, ganz grob. So sollen die Blätter dann angesetzt werden. Und dann setzt ihr einfach mit eurem Pinsel, ja, hier zum Beispiel an. Und dann habt ihr auch hier quasi schon so, wenn ihr den lang zeichnet, den, die Linie, eure Spitze von eurer Blüte. Und dann könnt ihr euch daran so ein bisschen orientieren. Dann geht ihr hier zum Beispiel auch so hoch und wieder runter. Und das Ganze zeige ich euch jetzt mit dem Pinsel. So, ich habe ihn jetzt wieder aufgefrischt und zeige euch jetzt, wie ich das Ganze hier mache. Ich versuche noch etwas ranzuzoomen, dass es auch scharf bleibt. So. Und zwar setze ich mir erstmal einen Punkt in die Mitte. Am besten mit Weiß. So. Ich mache es mal mit dem Rot, sonst seht ihr es nicht so gut. So, ganz klein. Und könnt ihr auch mit einem Dotting-Tool machen, wie ihr wollt. Und dann nehmt ihr einfach den Pinsel und setzt den einmal so an für diesen Strich. So. Und dann so, nicht an den Punkt ran, da sollte wirklich was Platz dazwischen sein. Weil ich finde, wenn die Blätter in der Mitte, also und auch aneinander ein bisschen Platz haben, sehen die viel schöner aus. 5. So ungefähr. Jetzt habt ihr so einen Stern. Ich lade jetzt nochmal nach. Also ihr merkt dann auch später, wann ihr nachladen müsst und wann nicht. Früher habe ich nicht so viel nachgeladen, aber ja, man lernt ja auch immer wieder. So, gucke ich, dass ich wirklich einen Teil meiner Folie hier erwische, wo ihr was sehen könnt. So, dass ich nicht auf diesen bunten Kreisen hier bin. So, und jetzt setze ich das Ganze. Ich drehe mir auch immer den Nagel so, dass ich gut dran komme. Ich zeige euch das Ganze auch gleich noch an meinem Nagel. Ich habe hier einfach was freigelassen. Entschuldigt bitte, ich habe immer noch meine Kehlkopfentzündung. Und dann setzt ihr einfach mit der Ecke unten hier an dem Ende von dem Strich an. Und geht in dieser Bewegung, die ich euch vorhin gezeigt habe, in dieser ja, stockartigen Bewegung. Und ihr seht immer, wenn ich absetze, drehe ich den Pinsel ein bisschen, damit wir wirklich dann zur Spitze hinkommen. Also die anderen, die das so in dieser Drehbewegung machen, machen das ja so. Und ich drehe den wirklich immer wieder. Also ich habe jetzt abgesetzt, jetzt nehme ich wieder einen anderen Winkel, setze ich wieder ab. Jetzt habe ich wirklich so einen ganz geraden Winkel nach oben.
ziehe das Ganze, das könnt ihr auch machen, bei der Spitze so nach oben ziehen. Und das Ganze jetzt in die andere Richtung. Ihr könnt es in zwei Methoden machen. Entweder macht ihr es so wie ich jetzt, dass ihr einfach wieder ansetzt. Wichtig ist es, hier auf der gleichen Höhe anzusetzen, wo es hier drüben auch aufhört. Dann immer wieder den Winkel ändern, dass ihr die Blüte so hinbekommt, wie ihr sie haben wollt. So, ich habe mir jetzt hier eine schwarze Palette genommen, damit ihr das Ganze wegen dem Weiß besser sehen könnt. Und muss das Ganze jetzt erstmal ausrichten mit der Kamera. So. Nächstes Blatt. Mal gucken, dass ich drinnen bleibe, sonst orientiere ich mich immer an den Kreisen. Und ihr setzt wieder an. Den Pinsel habe ich gerade nochmal geladen. Und ich versuche immer parallel zu dem Strich hier anzusetzen, also quasi hier. Und dann wieder, wenn das so kleine Zacken hier am Rand ergibt, ist das überhaupt nicht schlimm. Das kann man später korrigieren. So, Winkel wechseln, hochgehen, zack. Und jetzt könnt ihr es auch so machen, was ich oft mache, weil ich es einfacher finde. Ich drehe mir das Ganze um. Der Pinsel war ja gerade so, dass das Lila hier unten ist. Und jetzt drehe ich den Pinsel einmal um, dass das Weiß wieder außen ist. Und setze das Ganze von der anderen Seite an. Ich muss sagen, das ist etwas Übungssache. Aber ich finde, dadurch werden die Blumen schöner. Und zwar setze ich das Ganze dann so an. Also quasi spiegelverkehrt. Winkel wechseln. Winkel wechseln. Winkel wechseln. Und nach oben ziehen. Und ich finde, die Spitze kann noch ein bisschen. Der Farbverlauf hier ist schöner, weil hier zum Beispiel ist das rosa oder lila oder was auch immer, magenta, ein bisschen in das Weiß rein und hier nicht so doll. Also ihr müsst gucken, womit ihr besser zurechtkommt. So, ich habe wieder viel gequatscht, wenig gezeichnet. Jetzt lade ich mir den Pinsel wieder nach. Nehme mir auch ein bisschen Wasser auf, diesen so einen kleinen Wassertropfen, wie ich es euch eben gezeigt habe. Und male weiter. Sorry für das Räuspern, aber das ist so unangenehm. Blöde Kehlkopfentzündung. Ansetzen, Winkel ändern, Zeichnen, Winkel ändern, nach oben ziehen. Und wieder. Ich mache jetzt jede Blüte immer in der anderen Methode. Und wieder ansetzen, runterziehen, Winkel wechseln, Zeichnen, Winkel wechseln und runterzeichnen. Nächste. Und ihr seht, diese Streifen, die helfen wirklich zur Orientierung und man kann sie ja überzeichnen, wenn man gute Farben hat. Und dementsprechend helfen sie euch am Anfang ziemlich. Ich halte mich nicht zu 100% daran, aber so ein bisschen, damit sie einfach später die letzte Blüte nicht einfach total gequetscht ist. Das ist mir anfangs halt immer passiert. So. Mal gucken, ob ich noch in der Kamera bin. Nehme ich wieder die Methode. Also wirklich diese Wischmethode in einem Wisch, diese Blumen zu zeichnen, kriege ich überhaupt nicht hin. Und ich finde diese Methode wirklich sehr viel einfacher. Und ich lege euch das wirklich ans Herz, das probieren. Also dieses, ja, wie soll man das nennen? Tupfen? Das ist kein richtiges Tupfen. Und hier achte ich auch wieder darauf, dass zwischen den Blättern eine Lücke ist, weil das Ganze einfach filigraner und schöner aussieht. So, die wird leider ein bisschen enger, wie ihr sehen könnt, weil ich auch hier mich nicht ganz an die Linien gehalten habe. Aber in der Natur ist ja auch nichts perfekt. Deswegen ist das nicht so schlimm. Und so habe ich das Ganze jetzt schon gemalt. Ich bin immer ein Fan davon, das Ganze nochmal zu machen, also nochmal eine Lage drüber zu malen. Aber ihr könnt sehen, die Farben decken wirklich sehr gut. Ich bräuchte jetzt eigentlich nicht noch eine Lage, aber ich finde mit der zweiten Lage, ja, kann ich die ganzen nochmal ein bisschen verbessern und korrigieren. Und dadurch sieht das Ganze nochmal ein bisschen schöner aus. Das seht ihr gleich, was ich meine. Das sind jetzt einfach die Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den ganzen, in der ganzen Zeit, wo ich die zeichne. Das ist natürlich alles Ansichtssache. So, ich lasse jetzt die erste, die ich gezeichnet hatte, einfach mal so. Und dann könnt ihr gleich den Unterschied sehen. Gehe ich die hier nochmal nach. Das Tolle ist, durch diese vorgezeichnete Blume habt ihr einfach dann auch schon, ja, also wie eine Art Vorlage. Und dadurch wird die zweite Schicht meistens dann besser.
weil ihr dann einfach nicht mehr so unsicher seid. Jetzt könnt ihr sehen, habe ich mich so ein bisschen vermalt. Jetzt geht das Magenta viel zu weit nach oben und da kann ich dann einfach, ich lade jetzt nochmal nach. Da kann ich jetzt einfach nochmal drüber gehen und das Ganze korrigieren. Also selbst mir passieren in der zweiten Lage auch oft Fehler. Aber das Tolle ist, die Farben decken gut und dadurch kann man das Ganze so ein bisschen korrigieren. So, ich habe jetzt festgestellt, mein Magenta hat sich ziemlich mit dem Weiß vermischt. Das passiert manchmal nach einer Zeit mit den Pinseln. Also mir passiert es manchmal, wenn ich längere Zeit zeichne, dass das Rosa einfach zu weit in Richtung Weiß wandert durch das Laden. Und wenn das passiert, mache ich den Pinsel einfach nochmal neu und lade den nochmal komplett von vorne. So, dieses komplett sauber machen bietet sich auch an, wenn ihr wirklich schon eine Viertelstunde oder so dabei seid, weil das Ganze einfach dann schon leicht angetrocknet ist im Pinsel und ich bin dann wirklich so ein Fan davon. Ich mache das dann nochmal neu, damit ich einfach wieder einen frischen Pinsel mit frischer Farbe habe. Jetzt sehen könnt, sind diese vier hier schön klar und die erste mit der ersten Schicht ist so leicht matt. Deswegen empfehle ich immer zwei Schichten zu machen, damit die Farben einfach schöner strahlen. Heute klappt es bei mir auch nicht so gut wie sonst, aber das geht schon so. So, jetzt mache ich den Pinsel richtig sauber, indem ich den einfach so ein bisschen über den Boden wische und wirklich nur wische und nicht so hin und her schrubbe, sondern einfach nur so hin und her wische. Dann nehme ich mir meistens irgendwie ein Wattepad oder eine Zellette oder sowas und streiche das Ganze ab. Und dann kann man sehen, wenn jetzt noch Farbe hier wäre, also das Feuchte ist jetzt in das Wattepad gegangen, wenn jetzt hier noch Farbe dran wäre, also man würde noch rosa oder sowas sehen, dann tunke ich die meistens nochmal in Farbe, in Wasser, nehme mir ein bisschen mehr Wasser mit und streiche das Ganze wirklich so raus, weil es ist wichtig, dass eure Pinsel sauber bleiben, auch hier oben, wo die Zange anfängt, also hier dieses Metall, weil irgendwann geht die Farbe dort rein, trocknet dort und spreizt euren Pinsel so und dann könnt ihr ihn nicht mehr benutzen. Also macht ihn immer sauber, lasst ihn nicht antrocknen, dann halten sie auch was länger. So, für die Blätter nehme ich mir jetzt ein Grün und das Weiß, was ich schon habe. Und zwar nehme ich hier so ein mattes Grün, das finde ich immer irgendwie schöner. Deswegen habe ich mir das jetzt auch mitbestellt als diese knalligen Grünfarben. Das ist die Nummer 27. Und damit zeichne ich mir jetzt einfach die Blätter. Es ist auch schlau, manchmal einfach die Blätter vorzuzeichnen. Das werde ich gleich machen und die Blüte dann über die Blätter zu legen. Das Ganze ist auch ein bisschen einfacher. Außen Weiß, innen Grün. Ich sehe jetzt schon, dass mein Pinsel ganz leicht trocken ist. Dadurch nehme ich mir wieder so einen Tropfen auf. Ja, ich weiß auch, woran es liegt. Die weiße Farbe ist jetzt schon, weil die da ein bisschen länger liegt, angetrocknet. Und je weniger Farbe natürlich auch da ist, desto schneller trocknet das Ganze. Aber ich versuche halt immer sparsam mit den Farben umzugehen. So, die Farben verwischen schon so ein bisschen ineinander und jetzt kann ich auch anfangen. So, meistens setze ich mir die Blüten, ich nehme auch nicht viele Blätter, es ist immer besser, wenn ihr ein bisschen weniger nehmt und meistens setze ich mir die immer so zwischen die Blüten und dann wirklich einfach so ansetzen. Meistens setze ich mit der weißen Spitze vorne an, ziehe das Ganze so ein bisschen hoch und komme dann mit der grünen hinterher, weil dann komme ich näher an die Blüten dran. Und die mache ich dann fast genauso wie die Blüten, nur ein bisschen runder. Einfach eine Rundung und dann ganz leicht nach oben.
und dann in der Rundung wieder zurück. Und je schmaler die Blätter sind, desto schöner sehen sie aus. Und ich finde es ganz toll, wenn die so ungleichmäßig sind. Also die Seite ist jetzt ein bisschen bauchiger und dicker als die andere Seite. Und ich finde, es sieht einfach schön aus, weil, wie gesagt, in der Natur auch nicht alles perfekt ist und auch ungleichmäßig. Und dadurch wirkt das Ganze dann besser, als wenn das so steril gerade aussieht. Könnte ich mir noch eins daneben setzen. Setze wieder mit der weißen Spitze an. Die grüne bleibt in der Luft. So, da war einmal mein Akku alle. Also ich habe das Ganze so angesetzt, wieder mit der weißen Spitze. Und das Grün folgt dann. Also ich drücke es quasi einfach so ein bisschen runter. Und dann wieder in dieser Bewegung rüber. Und dann lasse ich das Ganze einfach so. Also die müssen nicht immer von beiden Seiten mit Weiß umschlossen sein. Ich finde, es geht auch so. Das Einzige, was ich mache, ist das Ganze hier ganz leicht abrunden. So, sieht nämlich dann ein bisschen schöner aus. Entweder lasst ihr das jetzt so oder ihr malt noch welche dazu. Ich male jetzt für euch einfach noch welche dazu, damit ihr noch ein bisschen gucken könnt. Also achtet immer auf meine Hand, die dreht sich immer so. Ach, und was ich völlig vergessen habe, euch zu erzählen, es ist auch wichtig, die Hand nicht in der Luft hängen zu lassen, sondern wirklich mit dem Ballen hier unten aufzusetzen. Ich mache das schon so automatisch, dass ich das jetzt vergessen habe. Also ihr setzt die Hand wirklich auf, sodass sie nicht zittert oder so. Was ihr noch zur Hilfe nehmen könnt, ist euren kleinen Finger, indem ihr den einfach ausstreckt. Dadurch habt ihr einfach einen besseren Halt, weil eure Hand nicht so kippelt. Versucht es einfach mal. Das ist immer am Anfang das Übungssache. Ich brauche ihn mittlerweile nicht mehr. Ich habe ihn aber am Anfang auch gehabt. Habt ihr ihn einfach so draußen und dadurch habt ihr einfach mit euren drei Fingern, die den Pinsel halten, noch ein bisschen Übung. Ja, und was ich immer mache ist, ich halte den Pinsel mit den beiden fest und wenn ihr jetzt wirklich so zeichnet, seid ihr total am Wackeln. Und ich mache immer meinen Mittelfinger automatisch, lege ich den immer da drunter, sodass der Pinsel wirklich dort aufliegt. Und dadurch habe ich hier oben die Wendigkeit und unten liegt er einfach noch auf. Das ist also so eine Art Hilfsfinger hier unten. So, nochmal laden. Also achtet auf den Mittelfinger, der liegt einfach nur dort unten und stützt ab. So. Ich denke, ich würde das jetzt so lassen. Finde ich ganz gut, nicht zu viele Blätter. Mache meinen Pinsel wieder richtig schön sauber. Jetzt kommt eines der wichtigsten Sachen, also finde ich, nochmal korrigieren. Das mache ich wirklich jedes Mal, weil ich es einfach ganz gut finde. Und dafür nehme ich wieder meinen Rubloff 00 Pinsel, der ist mittlerweile schon ziemlich verschmiert. Den findet ihr wie immer auf eBay, sage ich euch hier jedes Mal. Einfach Rubloff 00 eingeben und wenn er nicht drin ist, nochmal in ein paar Tagen gucken. Manchmal ist er ausverkauft und ja, dann kommt er irgendwann wieder rein. So, nehme ich meistens eine von den Farben jeweils. Also hier bräuchte ich eigentlich nur Weiß für die äußeren. Also ich mache immer hier diese äußeren Konturen nochmal. Und da brauche ich eigentlich nur Weiß. Und dann nehme ich einfach mein Weiß und nehme mir etwas Wasser dazu. Könnt ihr hier sehen, nicht zu viel. Um das Ganze einfach ein bisschen zu verdünnen, weil wenn die Farbe dünner ist, könnt ihr damit besser zeichnen. Und dann, mein Pinsel sollte auch vorher feucht sein, damit er sich bewegen lässt. Also Pinsel immer anfeuchten und so zurecht. Spitzen und dann gehe ich in die Farbe und spitze mir den Pinsel so ein bisschen an, indem ich einfach so ein bisschen da drauf drücke und dadurch ist er wieder schön spitz. Und jetzt kann ich das Ganze so ein bisschen nachzeichnen, indem ich einfach meistens von der Spitze aus, ich mache sie dann immer ein bisschen spitzer, am Rand entlang, ganz vorsichtig und ganz dünn. Und da ist halt auch wichtig, dass die Farbe verdünnt ist, damit die Farbe nicht zu kräftig ist, im Gegensatz zu diesen dünnen Schichten, die man ja hier aufträgt. Und dann gehe ich meistens auch nur bis da, wo das Weiß ist. Und bei so dünnen Pinseln ist es wichtig, dass ihr kaum aufdrückt. Also ihr geht wirklich nur so ganz leicht über das Papier drüber, über eure Blume drüber und dadurch kriegt ihr so feine Striche hin. Also je doller ihr aufdrückt, desto... Und da ist auch wieder die Handhaltung wichtig. Hier könnt ihr sehen, stütze ich auch mit dem kleinen wieder auf. Der mittlere hält wieder, stabilisiert unten wieder. Und die Hand wird einfach so angewinkelt, wie ich es brauche. Also so zeichnen ist immer ein bisschen schwer.
Aber jeder Mensch ist anders und jeder Mensch kriegt es anders hin. Deswegen müsst ihr das für euch ausprobieren. Ihr solltet auch nicht zu viel Farbe oben am Pinsel haben. Geht lieber öfters in die Farbe rein, als dass ihr, also wirklich, ihr solltet jetzt nicht, ich hoffe, ihr könnt das sehen, so viel Farbe am Pinsel haben, das ist zu viel. Ich streiche deswegen das immer so ein bisschen aus. Jetzt könnt ihr sehen, da ist wirklich nur so ein bisschen Farbe um den Pinsel rum, um die Pinselspitze rum. Und das reicht auch schon, weil ihr könnt lieber wieder nachnehmen, als dass ihr zu viel habt. Weil hier kann man sehen, ich hatte zu viel hier vorne. Und dadurch ist jetzt hier so ein dicker weißer Strich entstanden, was bei den anderen nicht ist. Und dadurch sieht das Ganze wieder nicht so filigran aus und schön aus. So. Also je dünner diese Streifen hier außen sind, desto schöner sieht das Ganze aus. Deswegen versucht gut am Rand entlang zu gehen und nicht zu weit in die Mitte zu kommen. Wieder Farbe nachnehmen. Sobald die Farbe dicker wird, wieder verdünnen. So, und jetzt könnt ihr sehen, hat das Ganze schon viel, ja, ist nicht mehr so hubbelig an den Seiten und sieht dadurch schon viel sauberer aus. So, das Ganze jetzt auch an den Blüten. Ich hoffe, ich bin noch in der Kamera. Ich rutsche da immer so gerne raus. Vor allem beim Zeichnen oder Malen. Also ihr könnt sehen, ich nehme immer wieder Farbe auf. Und ich finde, wenn man die Blüten und die Blätter so ein bisschen spitzer macht, sieht das Ganze schöner aus. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel an den Blättern erkennen, diese Blätter sehen viel sauberer aus als das hier, weil ich einfach die Ränder nochmal nachgemalt habe. Also filigrane Sachen sind auch sehr wichtig und langsam arbeiten, in Ruhe arbeiten, kein Stress. Was ihr zum Beispiel erstmal üben könnt, wäre Sticker herzustellen und die dann erstmal auf eure Nägel zu machen, wenn ihr es auf euren eigenen Nägeln nicht hinbekommt. Sticker könnt ihr euch nämlich dann noch zurechtschneiden und dann geht das Ganze auch schon einfacher und irgendwann schafft ihr es dann auch auf euren Nägeln. So, was wir jetzt noch machen, ist einfach die Blütenmitte, ich weiß nicht, wie man das nennt, diesen Blütenstaub in der Mitte, wo auch die Bienen drauf liegen, ich kann euch jetzt nicht sagen, wie man das nennt. Dafür nehme ich mir etwas so ein matteres Gelb auf. Das ist jetzt auch von Brillbird, die Nummer 15. Und die Nummer 24 ist so ein bisschen helleres Gelb. Und wenn ihr so zwei Gelbtöne habt, sieht das natürlich am schönsten aus. Geht auch mit einem. Und dann nehme ich mir wirklich die Spitze meines Pinsels und gehe da einmal rein. So, dass ich vorne ein bisschen mehr Farbe drauf habe, als ich eben hatte. Muss auch nicht so viel sein, lieber was weniger. Weil je mehr Farbe ihr habt, desto größer werden die Punkte. Und dann setze ich mir wirklich, ich tippe wirklich nur einmal ganz kurz so zack mit dem Pinsel auf. Und dadurch entstehen so ganz kleine Punkte. Ihr könnt auch ein Dotting-Tool nehmen. Aber mit dem Pinsel kriege ich es mittlerweile ganz gut hin. Hier in die Mitte mache ich ein größeres. Und zu den Rändern hin wirklich so ganz, ganz kleine Filigrane. Je feiner die kleinen Punkte sind, desto schöner sieht es aus. Wenn ihr zum Beispiel denkt, ihr habt zu viel Farbe auf dem Pinsel, könnt ihr wie ich einmal so abtippen, wie bei einem Dotting-Tool, und dann habt ihr einfach schon ein bisschen weniger Farbe. Und ihr braucht auch nicht großartig weit nach oben gehen. Es reicht so ein bisschen in die Mitte der Blütenblätter. Und ich gehe immer so spitz nach oben, also ich mache es unten etwas breiter und gehe so spitz nach oben, wie die Blüten auch sind. So, jetzt nehme ich mir das hellere Gelb noch auf. Und setzen wir einfach dazwischen so ein paar kleine Punkte. Können sie auch ruhig überschneiden, ist nicht so schlimm. Je weniger sie sich überschneiden, desto besser sieht es aus. Ihr könnt hier sehen, hier ist schon ein größerer Punkt entstanden. Das sieht jetzt wieder nicht ganz so gut aus. Das waren jetzt auch ein bisschen zu viele Punkte, muss ich sagen. Ich hätte weniger machen sollen. Also vorher sah es, bevor ich mit dem anderen Gelb reingegangen bin, sah es besser aus. Also weniger ist oft mehr. Deswegen hätte ich hier jetzt wirklich weniger wählen sollen, aber passiert halt. Ja, und so hattet ihr eine schöne Blüte hinbekommen. Und das Ganze zeige ich euch jetzt noch mal im Schnelldurchlauf auf meinem Daumen
mit dunkelblau und hellblau. Ich zeige euch jetzt mal, welche Farben das sind. Und zwar ist mir hier einfach die Versiegelung ein bisschen abgegangen und dadurch muss ich die Blüten noch mal wegmachen. Und das hier ist einmal die Nummer 42 von Brillbird und die Nummer 11. Und ich verlinke euch unten in der Infobox auch nochmal die Pinsel und die Farben, damit ihr die direkt findet. Jetzt das Endergebnis auf meinem Finger. Hier habe ich nochmal die Blume, die ich gerade gezeichnet habe. Da ist mir leider ein bisschen ein Klecks drauf gekommen. Ja, und ich kann euch wirklich nur mitgeben, beschafft euch gute Pinsel, beschafft euch gute Farben, die euch gefallen. Da ist jeder immer so ein bisschen anders. Jeder benutzt eine andere Farbe. Aber ich kann euch die nur empfehlen. Ja, die Konsistenz der Farben spielt eine große Rolle, wie ihr das Ganze verarbeitet. Also übt ganz fleißig und ich konnte diese Blumen am Anfang auch nicht direkt. Also verzweifelt nicht, sondern fangt wirklich klein an. Versucht, wie gesagt, erstmal ein paar Sticker zu machen oder sowas und die auf eure Nägel zu machen. Und übt nicht auf Papier oder sowas, sondern übt wirklich auf Laminierfolie oder angerauten Tipps. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen und ihr könnt mir auch immer gerne Fotos schicken von euren von euren One-Stroke-Blumen. Ich helfe euch dann gerne ein bisschen weiter. Oder ihr könnt mir unten in den Kommentaren mal schreiben, wie das Ganze euch geholfen hat oder wie ihr das Video findet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Ciao!